Ja, moin zusammen und herzlich willkommen zurück in einem der letzten Parts von unserem Demon Hunter, denn es ist wirklich nicht mehr weit. Wir brauchen nur noch 37% und wir brauchen nur noch circa zwei Kapitel. Ich glaube, das wird gerade so reichen, wenn wir nicht schon vorher fertig sind. Und dazu brauchen wir hier noch eine Quest. Quest. Die nehmen wir an. Der Leichnam von Darcy Haythrow liegt vor euch von Pfeilen durchbohrt und mit Stichwunden übersät. In einer Hand umklammert sie eine Notiz, die sie mit letzter Kraft verfasst hat. Die Toten marschieren nach Bradenbach. Bitte helft uns. Okay. Ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg, um Bradenbach zu retten. Ja? Vielleicht geben uns die Bradenbacher ja genug Erfahrung, um Level 110 zu werden. Geil. So, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das doch so ein langer Weg ist. Ich dachte, hier vorne wäre das schon. Ah, hier ist auf jeden Fall auch was passiert, ne? Oh, was ist das? Was ist das denn für ein Tier? Ah ja, hier, die Krähen, ne? Die sehen wir gleich wieder. Geil. Da werden wir schon mal auf, haben wir einen kleinen Vorgeschmack gekriegt. Was hier passiert. Tap, 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 tap. Richtig gut, ey. Oh, Leute, schön wieder Mittwochs morgens um 5:46 Uhr. Geil, bisschen aufnehmen. Da ist noch was, was wir plündern müssen. Paar Kräuterchen, jawohl. Bitte nicht zu viel Erfahrungspunkte. Wisst ihr noch, am Anfang hast du fast 1000 oder über 1000 sogar Erfahrungspunkte gekriegt, nur um einen Teil zu looten. Richtig krass, oder? Kann ich mich noch daran erinnern. Letztens, aber nicht, nee, warte, ich bin schon fast der Meinung, dass man schon teilweise 3000 bekommen hat am Anfang, wenn man ausgeruhten Bonus hat und sowas. Oh, richtig heftig. So, wir Ich holen bin uns schnell. euer Feind, Bürgermeister. Ich suche jemanden in der Rabenwehr. Schluss mit euren Lügen, Nachtelf. Ihr bleibt, wo wir euch sehen können. Oh, und da treffen wir Jared Schattensang wieder. Das hatten wir schon mal in der einen Vision von Hullen Hochberg. Jetzt erinnere mich, der Name kam noch über mir. So, was haben wir denn? Wir brauchen keine Hilfe und wir wollen nicht, dass Fremde durch das Land schleichen. Leicht Ah, auf der Hut. okay. Die sind schon ein bisschen angepisst, leicht. Grüße, Soldat. Ich bin nicht ihr Feind, aber davon wollen diese Leute nichts wissen. Ach, Jared, kein Ding. Das kriegen wir schon hin. Ihr Dorf wurde von ein paar meiner ältesten Freunde angegriffen. Freunde, die nicht mehr am Leben sind. Ich weiß nicht, unter wessen Einfluss sie jetzt stehen, aber zu Lebenszeit hätten diese edlen Soldaten niemals so gehandelt. Doch die Lösung dieses Rätsels muss vorerst warten. Jetzt müssen wir erst einmal das Vertrauen der Dorfbewohner gewinnen. Schaltet die Soldaten der Rabenwehr aus, die die Dorfbewohner bedrängen. Gut, wenn sie es nicht zugeben. Diese Leute brauchen unsere Hilfe. Verteidigt ihre Höfe. Das wird ihr Misstrauen lindern. Jawohl, Gerard. Ah, dem salutiere ich noch, Alter. Schießt los So, oder oh, zieht was haben wir ein. denn hier? Vergebt uns, fremder Bürgermeister Heathrow. Stand in letzter Zeit wirklich unter sehr viel Anspannung und ich kann ihn verstehen. Seine eigene Tochter Penelope ist seit 2 Tagen verschollen. Tatsächlich fehlen uns immer noch Informationen über einige Gehöfte im Süden. Das Haus von Bürgermeister Heathrow, der Hof der von, was, Muttchen? Mütterchen kenne ich nur. Muttchen. Mal und die Anlegestelle der Radcliffs könntet ihr vielleicht nachsehen, was dort vor sich geht. Wenn ihr uns helft, lässt sich vielleicht auch das Herz des Bürgermeisters erweichen. Jawohl, also Quest wichtig, 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 wichtig. So, wir ziehen los. Um sie ja freundlich zu stimmen, ne, würde ich mal so behaupten. So, da schon der erste. Den hauen wir um. Ah, die sehen nicht aus wie großartige Geister, ne? So, den hauen wir auch noch weg. Komm mal her. Brauchen wir gar nicht. Lol, ich mache hier viel zu viel. Ey, hält der was aus oder was? Nee, doch nicht. Gut. Boah, 1000 Erfahrungspunkte. Doch, brauchen wir. So, Mutterchen. Die hat nämlich noch eine Quest für uns. Das weiß ich.
Die können wir nämlich hier gut nutzen. Batz, Muttchen mal. Zur Hilfe! Verwendet Muttchen Leuchtpistole, um 6 Falken der Rabenwehr zu markieren. Genau, das ist so eine Zwischenquest und rettet das Mais. Das kriegen wir wohl hin. So, wir markieren hier mal ein paar. Batz! Ich weiß. Na sichi. Ich habe immer Volltreffer geskillt, ey. So, was haben wir hier noch? Ah, hier. Den können wir auch noch wegballern. Gut gemacht mit der Leuchtpistole, mein Kind. Dann hätten wir noch das Getreide nebenbei. Ah, herrlich, oder? Oh, schick. Letztens haben wir wieder mehr im Raid geschafft, würde ich mal so behaupten. Einfach mal so. Gul'dan ist jetzt bei 17%. Also wir werden immer besser. Ist ja auch eine Einspielungssache, ne? Wenn man, ich sag mal so, sehr spät erst mit dem Guten anfängt, dann ist auch schon die Konzentration sehr, sehr weit unten. Aber wir haben uns jetzt vorgenommen, am ersten Raid-Tag noch mehr zu schaffen. Oh, wir haben schon 5 von 5. Noch mehr so zu schaffen, dass wir uns wirklich nur noch auf Elisandro und Gul'dan konzentrieren können auf an einem Tag. Damit wir das von uns weg haben, sagen wir mal so. Ne? Und schon kann man mehr Gul'dan tryen und ich würde sagen, beim nächsten Mal liegt der. Nächste ID, was los? So, du kommst ran. Du kommst ran. Ich habe gerade eine andere Taste drücken wollen und war überhaupt nicht damit oder habe nicht damit gerechnet, dass ich mich hier her teleportieren wollte. So, da sind wir wieder. Sorry, keine Ahnung, wieso mein Programm einfach aufhört, aufzunehmen. Das heißt, wir machen jetzt nur noch die Quests. Ist halt eine kürzere Folge. Gehen wir nur noch die Quests ab. Und weil eigentlich habe ich die Zeit genutzt und habe aufgenommen. Mein Problem ist ja, dass ich um 6 Uhr los muss. Und von daher kann ich jetzt die Zeit nicht vollständig oder voll machen. Sind halt mal 10 Minuten, ne? Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Ich habe mich jetzt gerade genug aufgeregt hier heute Morgen, damit ich, wieso das nicht funktioniert. Ja, habe ich. Zum Glück bist du wohl auf. Ich hatte solche Sorge. Mensch, Bürgermeister. Ich habe mich in euch getäuscht. Senkt alle eure Waffen. Und euch danke ich für das Auffinden meiner Tochter. Bitte fühlt euch hier willkommen. Danke, danke. So muss das. So muss das. So, Jared gibt es auch. Oh, wir kriegen viel zu viele Erfahrungspunkte. Tut mir leid, dass ich so argwöhnisch war. Wir sind aufgrund der Angriffe in letzter Zeit alle etwas angespannt. Ich bin euch beiden sehr dankbar. Dank euch ist die Situation jetzt unter Kontrolle. Wir müssen noch viel wieder Aufbauarbeiten leisten, aber wir werden überleben. Ja, das ist doch schon mal was, ne? Das ist doch was. So, ich würde sagen, wir nehmen jetzt noch schnell die Quest an. Seit Majev Gul'dan im Verlies der Wächterin nachgestürmt ist, haben ihre Schwestern unter den Wächterinnen sie überall gesucht. Da uns nur wenige Wächterinnen verblieben sind, habe auch ich mich der Suche freiwillig angeschlossen. Ich hoffe, ich finde in der Rahmenwehr Hinweise auf ihren Verbleib. Diese Festung ist gut bewacht. Ich werde Hilfe brauchen, um dort einzudringen. Helft mir, sie zu finden. Und ich werde euch großzügig entlohnen. Ja, danke. Nö. Sprecht mit Jared Shazang beim Mausoleum des Hauses Rahmenkrone. Geil, geil, Leute. Ich muss nochmal nachgucken, wann mein Video natürlich aufgehört hat. Ich weiß gar nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. Wir haben die Tochter noch gefunden. Wir haben noch ein paar Viecherchen kaputt gemacht. Dort hinten haben wir noch einen großen Raben töten müssen, weil der Vater von dem Jungen an dem verstorben ist. Ne? Und haben halt den Leuten geholfen und dadurch haben wir auch die Gunst des Bürgermeisters jetzt erhalten. Und hier stehen wir jetzt vor der Rabenwehr. Junge, Junge, Junge. Okay. Ich würde sagen, hier mache ich Pause. Und ja, kurze Folge heute, leider, es tut mir leid, aber es ist nicht zu machen. Ich muss jetzt los. Also macht's gut, bis bald.